gefunden habe. Warst du noch einen oder wie? Ja, ja. Nee, oder? Alter. Ach, schön, ich werde die Pedo-Lache ist auch jetzt voll schön im Video drin, ne? Nee, überhaupt. Das schneidet automatisch raus. Nein, ich lasse die Pedo-Lache jetzt drin, ja. Liebe Ladies and Gentlemen, das ist meine Pedo-Lache. Die haben wir gestern so getauft, die gibt's aber schon länger. Der Name ist. Ich hab auch noch einen. Das ist ja eben. Also jetzt machen wir Cthulhu mal fix fertig, ey. Der Hund hat nichts mehr zu lachen. Der Hund hat alles zum Lachen. Der Hund hat nichts mehr. Es ist Cthulhu. Der Hund kann pennen gehen, ey. Du Bam. Kannst pennen gehen, ey. 180, Alter. Und hier sind lauter Magic Mushrooms. Da werde ich gleich ganz froh. Man. 180 Health, Alter. 180 Health. Nix gegen meine 400. Ach. So, ja, schön. Ich finde auch super, dass die ganzen Magic Mushrooms unter Wasser stehen. Ja, du meine nicht. Stirb, Mother Slime. Nein, werde ich nicht. Ich bleibe bei dir am Leben. Hallo Mother Slime. Hey du, ich habe hier einen... Hallo Mother Slime. Ich habe hier einen Goldader für dich. Well, let's put it this way. I am pretty much stuck. Fuck. Ja, warum bist du jetzt von mir weggelaufen eigentlich? Du bist von mir weggelaufen. Oh, Magic Mushrooms. Magic Mushrooms, ping, wo ist er denn? Hey, hallo, ich bin lange genug mit Graben beschäftigt gewesen. Junge, ich bin die ganze Zeit hier in diesem zentralen Bereich gewesen, ne? Ja? Oh, wow. So, okay, jetzt hol dir das Gold bei mir. Wo ist denn das? Weißt du was, da mal einfach irgendwas tauschen oder so. Ich würde sagen, wo ist denn das Gold gewesen ungefähr? Noch weiter links, immer weiter links. Ja gut, dann hol ich mir das Gold und dann callen wir die Episode, ne? Jo. Also nicht jetzt die Episode, schon? Nein, ich aber meine, die Höhlenerkundung. Die Erkundung, das war mal richtig produktiv. Und da müsst ihr uns ja zustimmen, schon. Leute, ich meine, hast du die Magic Mushrooms? Ja, ich habe 39. Bam. Fuck. Ich muss mich erstmal in die Position bringen, dass ich da überhaupt hochkomme. Ah, ich sehe schon. ICQ. Und stell dir vor, gerade meine letzte Fackel zufällig. Na, was für ein Glück. Yep. Boah, 75 Golderz, ey. Quickstack. Geht nicht. Arsch. Okay. Ich finde super, dass man mit dem Ding noch ein extra Inventarslot hat. Mit dem Mistkübel, ja. Da schleppe ich die ganze Zeit ohne. Aber du darfst nichts drüber legen, sonst ist es weg. Ich weiß. Nein, da krieg ich jetzt nicht mehr rüber. Ja, also, jetzt ist es wieder ruhig geworden. Es ist auch wirklich schwer, so lange durchzuplaudern, oder? Musst du mir schon zustimmen, oder? Ja. Herzlich willkommen bei Assi TV. wieder eine Referenz auf ein YouTube-Video. So, ich hol mir noch schnell deine Kohle, was, ne? Wie, was, worüber reden wir jetzt? Ja, habt ihr ein Redethema für uns? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Wir könnten ja Twitter nebenbei laufen lassen, dann könnten sie wirklich in die Kommentare. Ja, Alter, aber wir haben nicht mehr. Hör zu, wenn man so viele YouTube-Abonnenten haben, was glaubst du, wie viele Follower wir dann auf Twitter haben? Gleich null. Ja. Irgendwie will ich noch nicht aufgeben. Ich hab nie gesagt, meine Ideen gut sind, okay? Ich will nicht aufgeben, noch nicht. Es darf noch nicht zu Ende sein. Ich hab kein Holz. Gib dich deinem Schicksal hin. Hab ich denn... Ja, ich hab noch 2 Glowsticks, ey. Wie viel Linsen hast du? Nicht. Was nicht? Wir waren in der Höhle, ja. Ja, wir wollten eigentlich Cthulhu. Aber Cthulhu machen wir in der Aufnahme noch fertig und wenn wir durchspielen. Gerne. Ja, wirklich. Ja, auf dem Energy Drink hier steht neben mir, dass ich heute durchmachen werde. Okay, folgendes. Wir nehmen jetzt so lange auf, bis Cthulhu tot ist. Well, actually, he never dies. Weiß ich. Lass mir meine Träume, Alter. So, ja, ich würde sagen, ich call das jetzt auch mal hier. Schön. Und zurück.
In die Zukunft. Marty, wir müssen zurück in die Zukunft. Ja, komm, das machen wir so wirklich. Komm, komm. Was? Komm, bitte, komm hier. Nein, ja, bleib unten. Du schaust aus wie ein Mio, als würdest du kämpfen aus dem Weltraum. Komm her. Komm her. Okay, redest du oder so? Red du? Nein, du kannst besser nachmachen. Was soll ich machen? Na, das mal zurück in die Zukunft. Okay, ich bin Doc Brown. Marty, wir müssen zurück in die Zukunft. Spiegel. Well, das war unsere kleine Zurück in die Zukunft Impression. I hope you really enjoyed it. I did. Patrick, wir können eine neue Statue in unsere Collection hinzufügen. Welche denn? Boom, Baby. Ja, das sind wieder die Statuen, die einen Sinn, die einen Nutzen haben. Okay, ich habe das. Das hier sind Deko-Statuen. Hier ich will sie trotzdem alle in meinem Schlafzimmer haben. Ja. Vor allem die Frau da unten, oder? Oh Gott. Ich sehe weg, aber ich muss. Ich kann nicht hinsehen, aber ich muss. Ja. du meinst, man muss die Linie irgendwo ziehen. Ja. So. Okay, also was machen wir denn jetzt? Potions brauen. Ja, also einer, jetzt ist gerade natürlich Tag. Weißt du, wenn wir Nacht brauchen, ist Tag. Ich mache jetzt mal Potions ein paar. Okay. Ich habe jetzt mit dem aus der Kiste 87 Golderz. Nur, du volles Drum. Schluck, du Luder. 29 Goldbarren. Das ist schon eine Menge, ey. Und mehr als einen Stack Iron Ore. Okay, wir haben echt eine Fuckload of Iron. Ah, hab ich Pilze, ich hab kein Gel mehr. Warum? Wie? Hä? Ach ja, schön. Da. Irgendwo da in der. Also Gel lege ich nie in Kisten. Ja, ich mach das mit Quickstack vielleicht, dass irgendwo mal ein Gel. Ich mach Quickstack nicht, weil das ist mir zu ungenau. Ja, Quick, ich hab kein Gel mehr, gib mir ein Gel bitte. Ich hab auch nur mehr 9 Stück, ich hab so viele Torches verbraten. Was, wofür brauchst du das denn noch? Ja, für die Potions. Ja, ich geb da halt 5 Gel, aber mehr ist nicht drin. Ich brauch, Alter, dann geh ich selbst farmen, echt jetzt. Ja, sorry. Let's farm some Gel. Some Gel. Wir brauchen mehr Linsus. Fantastico. Das Gute ist, beim Gel-Farmen findet man ja auch schön viele Pilze und so. Oh ja. Nicht? Jawohl, Chef. Alte Tools und so können wir da hier reinlegen. Die man vielleicht irgendwann mal brauchen. Alte Tools werden verkauft? Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie 8 Grabsteine dabei, fällt mir gerade auf. Warum stirbst du so oft? Das sind nicht meine. Ich sterb nicht oft, du sterbst oft. Warum sammelst du sie alle? Cause I wanna catch them all! I wanna catch them all! Ja, das ist halt das dann ein bisschen langweiliger Aspekt von dem Ganzen. Aber. Ja. Der Dschungel. For God's sake. Es muss auch gemacht werden. So. 2 Gel, ich bin so stolz auf mich. Ja, toll. Jetzt kommen Slimes, wo ich mitten im Dschungel bin. Jetzt erst. Das ist so deprimierend. Dein Leben ist sowieso schon deprimierend, Alter. Immer noch besser als deins, ich hab ne Freundin. Forever alone! Aber weißt du was, ich würde mit einer Beziehung 1000-mal besser umgehen als du. Deswegen hast du auch schon eine, gell? Ja. Schau, das Lustige ist, ich würde mit einer Beziehung besser umgehen als du, obwohl ich keine habe. Das ist ja, das sollte dir was vor Augen führen, ey. Junge. Merkst du eigentlich, wie klein und unbedeutend du bist? Ach Mann, ey. Haben wir schon eingebildet sein, kann man das? Kann man überhaupt noch eingebildet sein? Ich bin ein Narzisst. Ja, das nennt man so. Ein Narzisst wohl eher. Narzisst. Das hat gerade super rübergeechert.
Hier kommt so das ganze Redstone, was hier nicht Redstone heißt, Scheiß rein. Also die Druckplatten und die Falle. Sag mal, wo haben wir eigentlich die Mushrooms drinnen? Die habe ich mir alle genommen. Ich habe zwei Tränke Stück. Und so. Ja, die hole ich mir nachher dann. Ich glaube, wir sind bereit für Cthulhu. Wir müssen es nur noch auftreiben. Wir müssen es erstmal Potions rein. Wir müssen ihm erstmal Potions rein ins Auge würgen. Der war schlecht. Du bist unhöflich. Hat die Vogelstatue eigentlich auch einen Nutzen, weil du sie oben aufgepackt hast? Ja, die spawnt Vögel, wenn sie elektrifiziert. Ach, scheiß drauf. Elektrifiziert. Ich bin zu müde für komplizierte Wörter. Es ist übrigens, es ist jetzt genau 0 Uhr. Ach schön. Wünsch dir was. Ich wünsche mir, dass Patrick nicht so nervig wird. Wünsch dir was Realistisches. Es ist 0 Uhr 1. Oh, jetzt Chance, darf nicht Chance vertan. Apropos, ich bin ja ein doch sehr leidenschaftlicher Fan von Gronkh. Einfach weil ich finde, weil er ein guter Let's Player ist. Er ist mein Mentor. Ja, sicher. Ja, wirklich. Und jedenfalls hast du die letzte Preview zum Freitag-Livestream gesehen. Wobei, bei dem Zeitpunkt, wo diese Folge rausgeht, ist es wahrscheinlich schon ein Monat so vorbei. Was? Es ist die eine Preview mit dem Baum. Ja, weiß ich. Ja, ich rede auch gerade nicht mit dir. Ich bin ja die Zuschauer gerade ins Let's Play ein. Ach so, okay. Gut. Ich dachte mir, du redest gerade speziell mit mir. Man merkt auch, irgendwie, wie wohl dass das voll geschnitten ist, aber trotzdem ist das einfach so geil. Die Idee, ey. Die Idee. Ja, man merkt auch, weil einmal wackeln auf einer Seite vom Baum die Blätter voll und auf der anderen Seite gar nicht. Echt jetzt? Ja, das merkt man. Daran merkt man es. Hab ich wirklich nicht drauf geachtet. Sag mal, hast du doch jetzt Dynamit gefunden. Kriegen wir da wie viel jetzt nicht noch einen Typen oder so? Haben wir den Typen nicht schon? Haben wir schon. Da hab ich mir letztens Dynamit gekauft von dem Typen. Apropos, warum bist du so weit weg? Ja, wegen Gelfarmen und so und einfach so langlaufen. Achso, Gel willst du die ganze Zeit schon haben. Da hab ich ja eh nur so viel. Du willst mich aber auf den Arm nehmen, oder? Ist jetzt lustig, wenn du dich zurückgebeamt hättest. Warum hast du doch keines, oder wie? Ich hab keine, nein, ich hab dich gerade verarscht. Gut. Ich sag's dir, ich hätte dir wirklich so. Ich bin echt so ein Witzbold, ne? Ich bin echt ein Witzbold, hey. Ich fäll einfach ein paar Bäumchen. Ach ja, jetzt. Also irgendwie in der Früh und am Abend kommen die meisten Viecher. Echt jetzt. Ich sehe ja auch gerade einen Slime. Na, einer, vier, fünf. Vier und drei Fledermäuse. Dschungelfledermäuse wohlgemerkt. Wir müssen auch mal mit der Kamera in diese Richtung gehen, wo du gerade gehst. Ja, ich hätte ja aufnehmen können das Stückchen hier, aber ich habe. Wenn du mir noch einmal mit, ich hätte aufnehmen. Ich werde das mal aufnehmen. Hast du mir bis zum Schluss zugehört? Nein, ich bin bei Aufnehmen schon in den Rage-Mode gegangen. Ich merke wirklich. Ach ja. Schön. Ja. Schön. Wo läufst du jetzt hin? Also, okay. Oh, Verzweiflung. Grüne Farbe. Ah, das sind echt jetzt Unmengen an Slimes. Hui, hüpp. Warte mal. Boah. Ach, schön. Ja. Das war jetzt so genial. Warum? Das werde ich da extra nochmal rausschneiden. Echt? Oh, ich weiß auch schon, wie ich das rendere. Oh, das wird so schön. Liebe Zuschauer, ihr habt es jetzt gerade gesehen.